Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Ich glaube, wir befinden uns hier endgültig in den letzten optionalen Master Rank 2 Quests. Und zwar verantwortungsbewusstes Trinken, einen gehärteten Korallen, Pukai Pukai. Der unangenehme Kollege. Ja, der so viel Wasser gespuckt hat, ist es, ne? Er spuckt kein Gift mehr und auch nicht mehr in so einem harmlosen Bläschen, sondern spuckt einfach Wasserstrahlen in alle erdenklichen Richtungen, denen es auch etwas schwierig auszuweichen war. Und das Ganze auch noch in der gehärteten Variante. Cool, cool. Da freue ich mich natürlich drauf. Und er ist empfindlich gegen Eis, dann packe ich natürlich meine Eiswaffe ein. So, Ausrüstung ändern. Nee. Die Frostlohe 3. Und natürlich nochmal einen Besuch in der Kantine abstatten. Oh Gott, was für ein erbärmliches Fleischgericht. Keine... es ist alles rot. Aber keine... keine frische Zutat für Leben oder sowas dabei. Erleichtert die Betäubung von Monstern. Ne, Monsterbetäubung brauche ich eher nicht, weil ich habe eh keine Waffe, die Betäubungsschaden anrichtet. Deswegen stelle ich mir lieber ein eigenes Gericht zusammen. Nee, ich bleib beim Polierer. So machen wir es doch. Genau, da ist er auch aktiviert. Und auf geht's ins Korallenhochland. Ja, wie gesagt, ich weiß noch, der Kollege war ein bisschen unangenehm gewesen. Mal schauen, wie wir uns in der gehärteten Variante so schlagen. Ja klar, und er setzt uns erstmal direkt neben der Rosa Ratian ab. Da will ich mich eigentlich gerade mal lieber verpissen, aber ich finde gerade keinen Ausweg. Ja klar, jetzt bin ich im Kampf mit ihr, ja? Okay, sie hat mich entdeckt. Ich suche das Weite, dankeschön. So, eigentlich suche ich doch den hier. Und dafür... Ach, den kann ich jetzt gerade nicht reiten, weil ich im Kampf bin, oder was? Und dann hoffe ich doch mal, dass der Kampfstatus jetzt bald mal aufhört. Achso, ich habe mich gerade gewundert, was das... in meinem peripheren Sichtfeld quasi, was das für ein komischer blauer Punkt war. Aber das waren diese komischen Viecher, die da irgendwie rumschweben. Was ist denn hier mit dem Kampfstatus, ey? Ich bin ewig weit weg, es gibt noch nicht mal mehr Kampfmusik, aber ich bin immer noch im Kampf, ja? Sagt mir zumindest der Rahmen der roten Karte da unten. Und dass ich nicht auf mein Viech aufsteigen kann. So, jetzt geht's. Jo, dann bin ich mal gespannt, wo er mich hinbringt. Achso, er bringt mich erstmal von Spur zu Spur, weil ich bis jetzt anscheinend nur der Spur folgen kann, ja? Da oben sitzt schon wieder ein Schnurtruppler oder was und wartet auf seinen Einsatz. Mal gucken, ob wir hier vorbeikommen und ob der irgendwas macht. Da ist der Tsitsiyaku. Aber den wollen wir gerade nicht. Gut, dass das Viech auch hier raufklettern kann. Und jetzt will es wieder runter, ja. Okay.
wenigstens, oder ich bin beruhigt, dass es nicht nur mir so geht, dass ich teilweise auf der Suche nach Monstern so Dinger raufklettere und dann feststelle, ach nee, irgendwie führen mich die Spuren doch wieder runter und dann klettere ich doch wieder runter. Gut, dass es diesem komischen Viech hier genauso geht wie mir. Ach so, er ist auch geflogen. Zack. Nicht mit mir, mein Freund. Ach cool, die Viecher schießen mit drauf. Ja, das ist ja schon wieder sehr geil. Na klar, den dritten hat er dann doch abgebrochen. Gut, er macht da Musik. Nichtsdestotrotz wollte ich jetzt auch den hier mal ausprobieren. Da fängt er schon wieder an mit seiner Kacke. So, jetzt hat er dieses Ding da gesetzt. Ja, da sind auf jeden Fall welche von den Katzen. Ich will natürlich erstmal auf den Schwanz hier eigentlich. So, wie sieht's denn ansonsten aus? Ist er wütend? Nee. Ja, gut. Die Gelegenheit nehme ich dann auch gerne nochmal mit. Oh, ich habe noch einmal aufgeladen. Ich hätte noch ein zweites Mal aufladen müssen, dann wäre es noch besser gewesen. Aber egal. Jetzt ist er wütend. Jetzt muss ich erstmal warten mit meiner Klatschclaw. Allerdings war hier so viel, ist hier so viel Zeugs. Ich sehe gar nicht so richtig, was die kleinen Kerlchen da machen, ehrlich gesagt. Naja, irgendwas machen sie. Aber frag mich nicht was. Beziehungsweise zumindest mein einzelner Kleiner. Ich glaube, die ganze Gruppe ist mittlerweile schon wieder weg. Oder die paar, die da zusätzlich aufgetaucht sind. Und immer schön Druff da. Ist immer noch wütend, der Gute. Warum? Er macht ja eine geile Action hier. Warum sehe ich nichts, verdammt? Und warum hat meine Kombo schon wieder aufgehört? Ich glaube, manchmal schlägt er so Wellen, was einen irgendwie diese Kombo abbrechen lässt, weil man kurz aus dem Gleichgewicht gerät. Kann das sein? Und er ist schon wieder hier drin. Dann kriegst du es auf die Rübe. Aber volles Rohr, mein Freund. Nein, naja, wenigstens hat es noch getroffen. Den Kopf hat er leider weggezogen im letzten Moment. Ui. Er ist auch nicht mehr wütend, das heißt, hier ist eh so schön eng. Ich würde es probieren. Naja, immerhin das. Eigentlich wollte ich ihn so positionieren, oder hätte ich ihn lieber so liegen gehabt, dass ich auf seinen Schwanz hauen kann. Aber den Kopf nehme ich natürlich auch mit, so ist nicht. Also zumindest hat er nach meiner Anschätzung hier für den ersten Kampfort schon gut kassiert. Und eigentlich hätte ich die Hoffnung, dass der Schwanz auch bald ab ist. Aber ich weiß, der hält beim Korallenpukai-Pukai auf jeden Fall lange. Aber wow, das war ein initialer Kampfverlauf. Ich glaube, so fluffig gelingt mir das selten. Ich habe ja quasi überhaupt keinen Schaden genommen. Ich glaube, ich habe immer noch alle 10 Megatränke und er hat ordentlich kassiert, aber das kann sich natürlich auch mit jeder weiteren Kampfphase dann auch irgendwie wieder ändern.
So, mein Freund, eigentlich bräuchte ich auch noch mal irgendwas, um es dir ins Gesicht zu ballern, aber hier liegt nichts rum. Oh, hier standest du ja wieder wunderprächtig. Oh, das hat den Schwanz nicht erwischt. Das ist ja wohl eine mega Unverschämtheit gewesen. Naja, immerhin ein bisschen. Aber er hat mich diesmal auch ein bisschen erwischt. Und nochmal ein bisschen. Oh, ich muss meinen ersten Megatrank saufen. Was auch immer da jetzt gerade für ein Megastein war. Aber vor allen Dingen liegt da jetzt was, was ich einsammeln kann, um ihn dann nochmal irgendwo hinzuschubsen, wenn er irgendwann nicht mehr wütend ist. Genau, schießt du mal dein Wasserzeugs. Nein! Ey, Unverschämtheit. Unverschämtheit, ja? Dass ich hier seinen Schwanz nicht mehr treffen kann. Was leckt er denn da ab? Er hat auf jeden Fall ein paar Federn dabei hier gelassen. Na. Also irgendwie ist das hier gerade eine beschissene Position, möchte ich mal sagen. Na, warum bin ich denn so weit nach vorne gerutscht? Ich wollte doch das hier treffen. Naja, jetzt kann ich mal die Federn hier einsammeln. Ich habe 3 Stechkapseln, damit könnte ich jetzt gleich wieder irgendeine Action machen vielleicht. Das wäre doch irgendwie ganz cool. Ja, geh du mal darauf. Ich gehe lieber weiter nach dem Korallen-Pokai-Pokai suchen. Ah, hier treibt er sich rum. Die Ebene ist natürlich ein bisschen sehr groß, um ihn hier gezielt vor irgendeine Wand zu jagen. Ja, bitte noch 3-mal die Kamera schwenken, während ich im Anfang... Ernsthaft? Hat mich jetzt gerade der Rathia mit einer... Die Rathia mit einer Feuerkugel beschossen, während ich da am Schwanz rumhing. Wow. Na gut, ich glaube, der Pokai-Pokai verpisst sich. Der hat auch nicht so viel Bock auf die Auseinandersetzung mit Rathian. Ach, ich kann sie mich verübeln. So, hier unten ist auch schon viel besser für so eine... Ich hau dich vor die Wandgeschichte. Und das werden wir auch gleich probieren, nachdem ich den Schwanz hier wieder ein bisschen geschwächt habe. Bams. Jawoll, und da liegt er auch. So, mal gucken, ob ich ihn jetzt abkriege. Ne, immer noch nicht, ey, unglaublich. Ey, das ist echt krass, wie viel dieser Schwanz kassieren kann. Ich bin da echt fast jedes Mal wieder aufs Neue erstaunt. Ja, oh, danke, danke. Ach, komm schon. Okay, das ist jetzt übel. Erstens bin ich gewässert. Zweitens habe ich kein Leben mehr. So.
Dann können wir uns, glaube ich, wieder in den Kampf wagen. Vielleicht auch nochmal mit Umhang. Ach, schade. Ich wollte schnell mal probieren, mich da dran zu machen, während er gerade hochfliegt, aber... Oh Gott, er ist auch... Ey, ohne Witz, er ist kurz vorm Exitus. Ich kann ihn fangen. Ach, immer noch falsch. Und, ja, wohin muss ich eigentlich gerade? Ich bin mir gar nicht so sicher, muss ich sagen. Und ich bin wirklich viel auf seinen Schwanz gegangen und habe den gut getroffen. Und ich kann ihn jetzt trotzdem fangen, oh, bevor der Schwanz abgefallen ist. Ach ja, komm. Egal. Oh, ich hoffe, ich muss ihn nicht töten. So, Quest abgeschlossen. Das ging doch. Der Junge war gehärtet, aber sein Schwanz war auch nochmal extra hart. Das hört sich auch immer an. Das hört sich, glaube ich, immer sehr pervers an. Aber ihr wisst, wie ich das meine, ne? Der Schwanz war nochmal extra hart. Nicht weiter drüber nachdenken. So, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt alles war oder ob eventuell noch eine Folgequest kommt. Noch eine optionale Master Rank 2 Quest. Oh, drei Dinger. Aufweichjuwel, Giftbeschichtung und Wächter-Expertenjuwel. Guti, der Korallenradaugong, Effektivität verbessert. Und ein neues Spezialwerkzeug, Wasserschutzmantel Plus. Das nehmen wir gerne mit, würde ich sagen. Laut dem Wetterbericht erreicht bald ein Schneesturm die Hinterlande. Wir beeilen uns besser. Ach nee, ich schätze mal... Ah nee, jetzt sind sie auch tatsächlich vollständig abgeschlossen. Juhu, wir haben alle Master Rank Stufe 2 Quests quasi erledigt. Sowohl die optionalen als auch ja, die Assignments, die Aufgaben. Dann machen wir uns jetzt an unsere erste Master Rank Stufe 3 Aufgabe. Ein Bariot, ja, da kommen auch üble Erinnerungen hoch. In der Raureifweite muss ich auf jeden Fall Heißgetränke mitnehmen. Ich bin gespannt. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass man den überhaupt in Monster World bekämpft. Ist ja ein neues Monster. Bin ich mal gespannt, wie er aussieht hier in der hochauflösenden Grafik und so. Und ja, besser designt und keine Ahnung was. Und wie er mir zusetzen wird natürlich. Das Ding ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht so ganz genau, was er für eine Schwäche hat, weil ich ihn natürlich auch noch nicht in meinen Forschungsunterlagen habe. Deswegen, Universalwaffe ist irgendwie meistens die Donnerwaffe. Packe ich die jetzt auch nochmal ein. Und Master Rank 3 wird spannend. Ich gehe davon aus, am Anfang werde ich ein bisschen auf den Sack kriegen. Aber wie gesagt, ich möchte mir ja mit Master Rank 3 auch definitiv eine neue Rüstung bauen. Und zwar als erstes auf jeden Fall die Glavenus-Rüstung. Und dann bin ich auch wieder, habe ich ja wieder ein bisschen mehr Verteidigung etc. Ach, ich wollte noch Heißgetränke mitnehmen. Und dann ist es hoffentlich auch wieder ein bisschen relaxter. So, Heißgetränke. Und? Dann geht's los. Es kann sein, dass dieser Bestätigungsbildschirm anders ist, wenn eh kein anderer joinen kann, weil noch irgendeine Cutscene oder so kommt. Fällt mir jetzt gerade mal ein. Hatte ich mich auch schon mal gefragt. Und ja, cool. Master Rank Stufe 3. Ich freue mich. Endlich mal wieder ein neuer Rank hier am Start. Wir beginnen die Rettungsaktion. Deine erste Aufgabe ist es, die Bariot-Bedrohung zu eliminieren. Ich sorge dafür, dass die Spähkäfer den Fußabdrücken folgen. Ja, finde ich cool. Ich muss gerade sagen, dass ich storymäßig mal wieder so ein bisschen lost bin. Ich meine, die Story bei Monster Hunter World... ist ja eh mehr Mittel zum Zweck, aber ich frage mich gerade wirklich, von welcher Bedrohung so hier gerade nochmal spricht. So viel da noch im Master Rank Stufe 2 rumgehangen, nachdem ich die letzte Story Quest abgeschlossen habe, dass ich das schon gar nicht mehr so ganz genau weiß, ehrlich gesagt. Naja, wenn ich meine Videos du, recht... Was über das Schiffswrack und dieses Fragment in Erfahrung gebracht haben? Ach ja, genau, ich die Nummer. Erwarten, alles darüber zu hören.
Beeilen wir uns. Wir müssen ihre Sicherheit bestätigen. Genau, meine alte Wildtierforscherin ist ja irgendwie nach diesem Schiffswrack da am Forschen, wo sie einen Stein oder ein Symbol gefunden hat, das auch mal ihr Großvater ihr hinterlassen hat oder so. Irgendwas war doch gewesen. Aber was jetzt konkret hier die Bedrohung war, weiß ich auch nicht, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Naja, im Zweifelsfall erstmal die Bariot-Bedrohung. Was natürlich bedeutet. Ich bin mal gespannt. Oh, jetzt geht, ich wollte gerade noch die Spur da lesen, jetzt geht die Cutscene los. Ob das Gebiet nochmal weiter aufgeht, weil wir haben es ja immer noch nicht vollständig geöffnet. Also wir kennen noch nicht die ganze Raureifweiten hier. Ist es der Bariot in eingefroren oder wie? Oder eingeschneit? Komm, der zwinkert doch jetzt. Ah, ne. Das ist nur eins der kleineren Fliegeviecher hier. Aber da oben beobachtet mich der Bariot schon. Nice. Wow. Was für ein Auftritt. Da fällt mir rein, eigentlich könnte man das Heißgetränk zu mir nehmen, was ich eingepackt habe, wa? Ziel gesichtet. Goodie, hi Bariot. Um eine gefahrlose wie geht's? Zu ermöglichen. So, jetzt möchte ich doch mal hier aus sicherer Entfernung mal dieses Schnurtrupp-Dingen benutzen und jetzt gucke ich mir einfach mal an, was passiert. Ja, ja, klar, der Bariot legt natürlich trotzdem voll los. Das wundert mich nicht. So, da kommen. Ja, machen die jetzt auch irgendwas? Da ist noch ein Vulk dabei. Ja, aber er legt natürlich los, wie man es von ihm gewohnt ist. Ich werde ihn erstmal zu Fall bringen. Ja, jetzt stehen die Viecher da irgendwie rum. Und jetzt? Muss ich mir doch mal irgendwie nochmal angucken, durchlesen, was sie so genau machen. Ich weiß es nicht. Aber er wehrt sich nicht großartig gegen das Gestocher hier. Oh, da hätte ich noch einmal mehr machen können. Naja, egal. Hauptsache, er liegt erstmal. Nein, nein, ich bin nicht auf dem Kopf. Naja, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Man muss mitnehmen, was man kriegt. Ah doch, das ging jetzt wenigstens noch auf den Kopf. 560 Schaden. Bamski. So, Steine habe ich dabei. Boah, der macht aber ordentlich Schaden, der Junge. Kannst du mal aufstehen? Ich wollte ja vorher nochmal, bevor ich ihm hier irgendwas mache, mal seinen Kopf oder seinen Schwanz schwächen. Warum passiert das schon wieder? Waren wir hier in dieser Höhle schon? Ja, ich glaube schon, ne? Nur sind wir jetzt trotzdem irgendwie eine Etage tiefer gelandet. Ach ja. Doch, hier habe ich mit dem Tobi schon gekämpft, wenn ich mich richtig erinnere. Sind das jetzt die Viecher, die ich gerufen habe? So, auf jeden Fall, ich hätte zwischendurch mal ein paar mehr Bariot-Punkte einsammeln sollen, weil ich den ja noch in meinem Tagebuch brauche, um zu sehen, welche Schwachstellen er so hat. Ey, lass mich doch einmal draufbleiben. So sollte es eigentlich deutlich besser gehen.
Ach, jetzt war er wütend. Du alter Drecksack. Oh ja, schön machst du das. Feiner. Feines Kätzchen. Gut, dass ich mein Dingen hier anhab. Jetzt habe ich es nicht mehr an. Jetzt würde ich auch gerne mal was trinken. Oh, er macht seine RAM-Attacken. Ich hasse sie. Ja, der ist wie gesagt nicht zu unterschätzen. Das ist ein wirklich wildes Biest. Das kann man nicht anders sagen. Auch wenn wir bisher einige Nervmonster dabei hatten. In Sachen Wildheit ist echt ein Barriott, glaube ich, kaum zu treffen. Und das stresst, kaum zu übertreffen. Und das stresst auch richtig. Und wenn er wütend ist, erst recht, ja. Genau, den Mantel wollte ich ausziehen. Das war das, was ich eigentlich machen wollte. Der stolze Boa-Boa-Boa rennt da rum. Und der kämpft mit mir mit. Und das ist alles, was dieses Ding da macht. Ey, Junge. Bleib doch mal geschmeidig. Und vor allen Dingen, bleib mal irgendwo stehen. So, er ist nicht mehr wütend. Ich weiß nicht so ganz genau, wo er hin will. Ich gehe mir erstmal die Steine hier holen. Wenn er irgendwo in der Höhle hockt oder so. Ah ne, noch bleibt er irgendwie hier. Boah, nee, das hat nicht gereicht. Er stand ja quasi mit dem Kopf vor der Wand und das hat nicht gereicht, um ihn davor zu schicken. Ach so, hiermit kann man sich tatsächlich rüberschwingen, okay. Okay, Anjanat ist auch noch im Gebiet. Hallo Anjanat. Alles Roger. So, jetzt gucke ich mir erstmal den Revierkampf hier an, was die beiden so treiben. Jawohl, Anjanat smasht ihn erstmal weg. Und, Scheiße, leider hat Anjanat die 2000 Schaden genommen. Das finde ich echt herrlich. Die Revierkämpfe, die sind echt geil gemacht. Anjanat musste leider leiden und lag unter Barriott. Aber gut, das passiert schon mal. Ja, ist mal gut. Anjanat hat auch die Flucht ergriffen, glaube ich. Oh nein, er ist schon wieder wütend. Tut das Not? Oh Gott, und ich kriege schon wieder nur auf die Fresse, wenn er wütend ist. Ob dieser Kampf gut ausgeht, ich weiß es nicht. Das war übrigens ein Fulgur-Anjanat. Habe ich schon einen Fulgur-Anjanat bekämpft? Na, ich glaube, das sind so Leuchtdinger, Leuchtmoos. Ich glaube, damit geht's nicht. Ja, komm, hüpfen wir noch dreimal hinterher. Das ist auch so krass, ne? Er macht immer, du kannst so weit weg sein, wie du willst. Er macht einen Satz und ist instant bei dir. Ja, wenigstens habe ich in der Luft noch weiter getrunken und konnte mich komplett voll trinken. Wo sind denn meine Nullbeeren? Der Debuff da nervt. So, das auch nochmal direkt nachgebufft. Wo bin ich? Ach doch, ich hänge dran. Oh, voll vercheckt. Und ich hing sogar am Schwanz. Und weil ich es vercheckt habe, bin ich dann doch aus Versehen woanders hin. So, jetzt ist er nicht mehr wütend. Ich habe leider nur nichts. Um ihn mal hier gescheit irgendwo vorzuschicken. Na gut, das waren jetzt nicht die Megatreffer gewesen. Oh, ey.
Wo bist du? Was machst du? Naja, gut. Allzu gezielt ist er gerade nicht. Boah, Junge, ey. Bleib doch einfach mal stehen. Ja, klar. Und er smasht mir einfach von der Seite einen rein. Ja, Barriott, ey. Meine Fresse. Ich weiß auch noch... Ist er auch noch eins dieser Monster? Ich glaube, es war sogar Monster Hunter 3 gewesen. Auch das erste Monster Hunter, was ich gespielt habe. Ich meine, da wäre ich ihm begegnet, oder? Aber so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir gerade nicht. Und ich weiß auch, boah, egal in welchem Spiel das war, ich weiß, die ersten Begegnungen mit ihm, die war auch einfach ultra kacke gewesen. Genau wie die jetzige hier eigentlich. Ich kriege auch nur aufs Maul. Und der erste Kampf hatte mich damals auch schon ordentlich Respekt gelehrt. Boah, mein... Hör doch mal auf, Junge. Okay, mein Lebensrettermantel kann genutzt werden. Obwohl, den sollte ich mir eventuell für die nächste wütende Phase aufbewahren, um schon mal da wieder ein bisschen geschützter zu sein. Wow, das war knapp gewesen. Knappikowski, wie ich zu sagen pflege. Na, das war leider nicht so knapp gewesen. Da kommt auch noch ein Tobi Kadachi an. Könnt ihr euch mal sehen? So, dann könnte ich nämlich die Zeit mal nutzen. Ihr macht wieder Revierkampf hier. Oder auch nicht. Ja. So. Er verpieselt sich. Da oben liegen auf jeden Fall ein paar Steine, die ich einpacken kann. Das werde ich auch tun. Weil die unten, die Höhlen hier unten, die sind doch eigentlich prädestiniert, um ihn irgendwo vorzuschicken. Klar, er schüttelt mich da mit so einem kleinen Schüttler. Bevor ich ihn hier irgendwo vorschütte, werde ich auf jeden Fall nochmal seinen Schwanz verwundbar machen, vorschicke. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ey, wie viel Leben der mir auch jedes Mal abzieht. Das gibt's nicht, ey. Er ist noch nicht mal wütend und gibt mir nicht die Gelegenheit, hier irgendwas zu tun. Jetzt könnte ich sogar sterben. Ja. So ein Drecksack, echt. Dieses Quick-Dingens da. So. Ja, ich komme. Kann ich die aufheben oder was ist das? Ne, ist nur Hintergrundgrafik. Mal gucken, ob es mir jetzt gelingt, seinen Schwanz zu erreichen oder ob er mich wieder einfach abschüttelt. So.
benutze jetzt den Mantel, bevor er wütend wird, um ihn hier mal sicher zu kriegen. Damit mir das mal alles ein bisschen egaler sein kann, was er hier macht. So, mein Freund, da liegst du doch mal gescheit. Oh nein, ey. Ach, warum ist mir denn die Ausdauer ausgegangen? Und er wütet hier wieder rum. Klar, er ist wütend. Wenn ich wütend wäre, würde ich auch rumwüten. Ey, bleib doch einfach mal da stehen. Boah, Gott sei Dank. Da kommt der Tobi. Tobi, kannst du mir helfen? Bin mir nicht gerade sicher, wen der Tobi da wirklich anvisiert. Oder was er überhaupt macht. Die beiden leisten sich auf jeden Fall nicht den klassischen Revierkampf, wie es hier manche andere Viecher so machen. Oh, kommt da nur ein neues laues Lüftchen raus? Das tut mir ja leid. So. Schwanz ab. Und er scheint auch irgendwie ganz schön außer Puste zu sein. So, hätten wir schon mal die Bariot-Peitsche eingesammelt. Ich habe noch 5 Megatränke. So, dann würde ich jetzt sagen, Gesicht schwächen, vor die nächste Wand schicken oder was auch immer. Und dann hoffentlich mal langsam gegen Ende kommen, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe noch gar nicht so viel Schaden gemacht, ehrlich gesagt. So, wütend ist er nicht. Nur wild, aber wild komme ich mit klar. Nein, neu positionieren. Ah, schade, schade, schade. Ausgerechnet der dritte, für den reicht es nicht mehr, weil ich einmal nicht richtig positioniert war. Aber hier sind noch mehr Steine. Autsch. Naja, das hat ihn jetzt nur so mäßig interessiert. Und er hat meinen Trank abgebrochen, da könnte ich brechen. Und rennt mich natürlich auch noch direkt mal wieder über den Haufen. Oh. Ja, hier hängt ein Gong, das ist toll. Kannst du mal aufhören, hier die ganze Zeit den Boden beben zu lassen. Ja klar. Ich muss mir gleich neue Getränke craften. Ich habe mir schon mal welche gecraftet, oder? Oh oh.
Lass mich. Er ist auch schon wieder wütend. Oh, ich krieg nur aufs Maul hier gerade. Einmal durch den ganzen Körper durch. So muss das sein. So, er hat sich auch wieder abgeregt. Das finde ich jetzt persönlich gerade zumindest ein bisschen beruhigend. Allerdings nicht, wenn ich hier gerade auf dem Boden liege. Na, leider hat das zu nichts geführt. Wo habe ich denn jetzt einen Erste Hilfe Plus her gehabt? Eieieiei, ey. Sterb gleich nochmal. Dann wird das die letzte Chance. Dann muss ich nämlich mir in der Basis neues Heilungsmaterial mitnehmen. Naja, zumindest flüchtet er jetzt mal. Ich gehe mir mal neue Heilung holen. Gut, dass es diese Möglichkeit im Monster Hunter World gibt. Ich mag sie eigentlich nicht, weil ich finde, dass sie das Spiel zu sehr vereinfacht. Aber klar, wenn die Möglichkeit da ist, dann nutze ich sie auch, ne? Zack, dann sind wir wieder voll. Megatränke. Jo, dann zieh doch mal los, du Vulk. Oder soll ich lieber sagen, du Wurst? Was dir lieber? Ich muss sagen, hier schattentechnisch, ne? Gibt schon den einen oder anderen Grafikfehler auf der PS4. Da ist definitiv noch Optimierungspotenzial vorhanden. Weiß nicht, ob das gerade gesehen hat, aber links und rechts die Schatten, die haben gerne mal immer ein bisschen aufgeflackert. Ja klar, er rollt einmal über mich drüber und ich bin die Hälfte meines Lebens los. Ich glaube, ich brauche sowas von dringend eine neue Rüstung. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es eigentlich mit einem weiteren Rempler abbrechen, aber irgendwie hat es nicht gepasst. So, die Steine hier nehmen wir auch mal mit. Naja, leider keine Wand in der Nähe gewesen. Ja, du musst auch wieder wütend werden. Es könnte ja auch bald zu Ende sein. Das wäre ja auch zu langweilig, ne? Das ist auch so krass, ne? Wenn er wütend ist, er springt nur von links nach rechts die ganze Zeit. Boah, bleib doch mal stehen, ey. So, jetzt ist auch nichts mehr mit Umhang und so. Jetzt werde ich es voll abkriegen. Ich dachte, hier wäre irgendwo was Rotes runtergefallen. Oh, ich bin so gut wie tot. Aber ist es offensichtlich gar nicht.
Ja, Junge. Darf ich mich heilen? Ja, über mich rempeln darfst du gerne, da habe ich null Stress mit. Das könnte auch der rote Schimmer von meinem Schwert gewesen sein, den ich hier zwischenzeitlich mal gesehen habe. Ja klar, spring auf mich drauf, ey. So, er hat wieder normale Laune. Das ist gut, aber er ist, glaube ich, immer noch weit entfernt von tot, kann das sein? Naja, immerhin ist sein Schwanz nicht mehr so lang. Ich habe schon 25 Megatränke versoffen. Und er ist immer noch so weit entfernt von tot, glaube ich. Das gibt's gar nicht. Er lässt sich auch nicht mehr als einmal treffen, ne? Egal, was in welchem Zustand er ist, ja? So, das war auch nochmal ins Gesicht gewesen. Naja, er will zumindest weg. Wohin genau, sei jetzt mal dahingestellt, aber er will weg. So, er macht da gerade irgendwas. Ich guck einfach mal. Ah ne, er lässt sich eh aufstrecken. Ich dachte, er würde was essen und mich so lange in Ruhe lassen. Aber da habe ich wohl falsch gedacht. Ein Bariot und in Ruhe lassen, das passt auch einfach nicht zusammen. Boah, das war knapp gewesen. Ach man, ey. Du bist auch echt ein Drecksack, ne? Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich nur mal abwarten, bis du kommst. Und dann kriege ich schon wieder einen reingerammt. Juhu, ich habe ihm einen Arm gebrochen. Und er liegt dumm rum. Ah, ich dachte, ich würde ein bisschen besser den Kopf treffen. Naja, immerhin jetzt noch zweimal auf den Arm. Jetzt ist er natürlich auch wieder wütend. Ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Müsste eigentlich mal wieder ein Heißgetränk zu mir nehmen. Habe ich keine mehr? Habe ich schon 5 Heißgetränke gesoffen? Es sieht so aus. Da links sieht man wieder den Schatten, der vor sich hin backt. Naja, man merkt schon, dass er nicht mehr so viel Ausdauer hat, aber...
Ach Junge, ey. Einfach mal irgendwo stehen bleiben. Und ich mache immer nur so Schaden. 10, 12, vielleicht mal 30, wenn es hochkommt. Ah, da kommt noch jemand angelaufen. Vielleicht könnt ihr euch ja mal ein bisschen anfreunden. So, in der Mangelung Alternativen geht's einfach weiter auf den Schwanz, auch wenn er schon ab ist. So, er verpieselt sich. Ey, krass, wie lange die Jagd dauert, ne? Er jage den Barriot. Nee, ist überhaupt kein Thema. Ich bin dabei. Aber er ist gerade ziemlich weit abgehauen. Aber ich habe doch sogar... Ach so, deswegen habe ich keine Heißgetränke mehr. Weil ich das Preset während der Mission nochmal aus meiner Tasche geladen habe. Klar, und da sind natürlich keine Heißgetränke bei. Oh Mann. Ja, das ist kacke. Aber ich kann es gerade leider nicht ändern. Der Lebensrettermantel kann wieder benutzt werden. Gut, dass er sich hier schon aufs Maul legt. Aber so gnädig dann doch mal vor mir zu landen und in meine Rempler-Attacke reinzulaufen, ist er dann irgendwie auch nicht. Und er ist auch schon wieder wütend. Das gibt's gar nicht. Wie man ihn auch einfach mal nicht treffen kann. Ah, jo, 40 Schaden. Juhu. Da geht die Party ab mit 40 Schaden. Klaro. So, er ist nicht mehr wütend. Ich werde ihn jetzt nochmal hier in diesen Tunnel reindrängen. Oder reinlocken. Und dann kriegt er nochmal so eine Steinladung ins Gesicht. Komm her. Oder will er nicht? Ja. Aber er will nicht hier rein, der Drecksack. Als wenn er wüsste, was ich vorhab. Oh, ey. Wie er sich aber hier jedes Mal aufs Maul legt. Ey, sag mal. Jetzt kommt noch dazu, abgesehen davon, dass ich ihn super selten treffe, weil er halt so super agil ist, dass ich ihn einfach nicht mehr treffe, weil ich die Reichweite nicht mehr einschätze. Das ist auch super. Klar. Ich habe irgendwie wenig Leben, kann das? Vorhin ist er mir bis hier runter nachgekommen, ja? Aber jetzt hat er da irgendwie keinen Bock mehr drauf.
Sag mal, wie lange kannst du betäubt sein? Und wie lange soll dieser Kampf noch gehen? So, 30 Megatränke durch. Ich glaube, ich schaff's auch nicht, ihm die Stechkapseln hier ins Gesicht zu schießen. Auch wenn ich schon in seinem Gesicht starte quasi. Ey, ist das zum Kotzen. Ist das zum Kotzen. Ja, ich bin betäubt. Ich habe nicht genug Materialien. Warum? Ich müsste doch auch Honig eingepackt haben. Oder ist mir der Honig ausgegangen? Ach so, ich bin auf ihm drauf. Das nehme ich dann natürlich auch gerne mit. Allerdings nicht mehr so viel Ausdauer. Wenn er einmal versucht, mich abzuschütteln, ist dieses Besteigen auf jeden Fall vorbei. Aber dadurch, dass er auch gerade keine Ausdauer mehr hat, könnte das doch noch gut werden. Komm, gib's ihm. So. Ich verstehe nicht, wie lange dieser Kampf noch gehen soll. Und meine Trankanzahl könnte das eh bald abkürzen. Dann müsste ich aber reichlich kotzen, muss ich sagen, wenn ich endlich mal hier genug Leben verloren hat. Wollte er sich hier hinlegen? Ist hier sein Heimatgebiet? Ja klar, er ist wütend. Ist überhaupt kein Thema hier, wütend zu sein. Was er einfach mal für Reichweiten überwinden kann. Es ist... Ja, und er dreht sich nur um. So, jetzt bin ich gleich tot. Wenn ich keine Tränke mehr nachcraften kann, wird das wahrscheinlich eh einigermaßen gewesen sein. Aber er humpelt weg. Jetzt humpelt er weg. Was für ein Kackkampf, ohne Witz. Können wir das hier irgendwie schnell abkürzen? Boah, Gott sei Dank. Bedrohung eliminiert. Finden wir die beiden und schließen unseren Auftrag ab. Wäre ich hier jetzt noch draufgegangen, ey, meine Fresse. Da hätte ich, glaube ich, aus dem Fenster springen müssen. Aber als ich die Monsterliste von Master Rank 3 gesehen habe, muss ich auch sagen, habe ich schon gedacht, okay, Master Rank 3, das wird jetzt eine ganze Spur härter. Die Monster, die da jetzt auftauchen, sind ein ganz anderes Kaliber. Schau, ich wusste es. Yay, und ich brauche dringend eine andere Rüstung. Komm her, du großes Fellknäuel. Naja, großes Fellknäuel ist gut. Du bist ein Lebensretter. Bei unserer Suche haben wir einen Bariot in der Nähe bemerkt und uns versteckt. Danach konnten wir uns hier richtig gut... Ja klar, ich war ja auch lang genug beschäftigt mit dem. Zunächst mal. Das Schiff war von Kerben eines Angriffs übersät. Ein Bariot kann so etwas nicht anrichten. Da muss etwas weitaus Gefährlicheres hier sein. Dann fanden wir das. Sieht neu aus. Was das gemacht hat, ist nicht weit. Und du? Was rausgefunden? Gefrorene Monster. Bariot sind dafür nicht bekannt. Das bedeutet... Gesang?
Ja. Ich glaube, das ist das Covermonster von Monster Hunter World Iceborne. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Stammt das von dem? Oder das Signature-Monster, wie man es auch immer nennen will. Irgendwas mit V am Anfang. Verdammt! Das war knapp! Das ist es. Das Monster, das den Legianerschwarm angriff. Nein, es fliegt nach Astera. Wirklich? Alle dachten, er sei nur ein Mythos. Aber da ist er. Ein Velkaner. Ein Velkaner war es, genau. Was jetzt? Glaube an dich, Mondbäckchen. Mondbäckchen, ernsthaft? Näherst dich der Wahrheit. Aber du wirst seine Hilfe brauchen. Dieser Drachenälteste wird ein Problem sein. Wir sehen uns bald. Was auch passiert, bitte sei vorsichtig. Gehen wir, Partner. Ach so, jetzt kommt sie wieder zu mir zurück, oder was? Die denkt ja auch, sie kann kommen und gehen, wie sie will, ja? Also solche Mitarbeiter möchte ich mal haben. Beziehungsweise habe ich hier ja anscheinend. Yay, neuer Jägerrang. Es sind neue optionale Quests der Früh. Bei der Trügerin erhalte das Recht, Stufe 3 Meisterrang-Aufgaben anzunehmen. Und für Rüstungsteile ist jetzt eine neue Verbesserungsstufe verfügbar. Ja, cool. Als der rätselhafte Drachenälteste Velkaner seine überwältigende Macht unter Beweis stellte und sie danach in die Lüfte erhob, eilte der Jäger ihm nach. Auf direktem Weg nach Astera. Okay. Ja, ich kann gerne mal einen Cut hier machen. Danke für das kurzfristige Erscheinen. Aus den Hinterlanden gibt es alarmierende Neuigkeiten. Und den Cut machen wir hier jetzt auch. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.